Hallo, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir den Dungeon, den Felsenturm-Tempel, soweit abgeschlossen und dass wir jetzt nur noch den Boss besiegen müssen. Und ich freue mich tatsächlich schon ein wenig auf diesen Boss, denn er ist sehr gut in Szene gesetzt, kann man sagen. Und deswegen sollten wir am besten keinen Zeit verlieren, weil wir haben wirklich nicht mehr so viel Zeit. Es bleibt nur noch so ein halber Tag, um den Boss zu legen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, das funktioniert so, wenn ich mich jetzt... Ja, Tatsache, habe ich mir doch nicht gedacht. Wir können es jetzt hier hochziehen. Jetzt sind wir auf diesem Steg. Und wenn wir jetzt hier, aha, sehen wir schon. Ist eine verschlossene Tür, aber wir haben zum Glück einen Schlüssel dabei. Ich weiß nicht mehr, woher wir den haben, aber wir haben den. Das Viech macht komisches Zeug. Okay, okay. Kann ich den so schlagen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich glaube, ich mache wieder die Taktik wie beim letzten Mal. Und zwar einfach Lichtpfeil und dann hier Enterhaken. Das hat ganz gut funktioniert. Der kommt jetzt menacingly auf mich zu. Oh, ich habe keine Energie mehr. Fuck, ich bin raus. Als ob ich jetzt echt keine Energie mehr habe. Ah, oh, ist richtig unlucky gerade. Also ich jump mal. GG's, genau da wollte ich hinspringen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwo noch schnell Magie herkriege. Irgendwo muss ja Magie sein. Ja, danke schön. Lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Wir nehmen jetzt einfach unseren Enterhaken raus, wir sehen die Tour an und schießen daneben. Link, was kannst du eigentlich? Zack. Bam. 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 Zack. Bam. Und das war's. Da explodiert er auch mal vor Traurigkeit. Das ist mir auch ständig. Wenn ich traurig bin, einfach. Pff, bin einfach tot. Egal, öffnen wir mal die Truhe. Ich weiß schon, was da drin ist. Und das Item ist schon ziemlich cool, muss ich gestehen. Das ist schon ziemlich geil. Es ist die Maske des Giganten. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. Und das sind wir natürlich, also ist doch ganz klar. Wir können das mal eben so bändigen. Ich meine, würden wir mal Majora's Mask kriegen, würden wir das auch quasi... Wir müssen mal auch easy tanken. Kann ich die Kristallschachtel von hier aktivieren? Das wäre super witzig, wenn das gehen würde. Jo, das geht tatsächlich. Da unten ist der Bossraum. Muss ich jetzt einmal komplett außen rum gehen? Ist dieser Kristallschachtel nur für die Truhe, die wir schon haben? Ist das gerade dein fucking Ernst? Kann ich hier echt nicht raus? Ah doch, oh. Oh, ich hatte schon Angst. Ja, die Idee war gut, umsetzung war nur kacke. Was hab ich da... Hä? Ah, wir können jetzt auch... Oh. Link, einmal gucken und nicht aufspießen lassen, bitte. Einfach nur zack und links drücken. Einfach links drücken. Ist doch so einfach. Wir haben es geschafft, nicht weiter drüber nachdenken. Einfach A drücken und rein da. Ah, das ist interessant. Das ist kein neuer Bossraum. Das ist der Raum, wo wir den Garo-Meister besiegt haben. Und hier, von da oben sprang der runter. Da springen wir da mal rein. Lass das schon schief gehen. Seelosen Wüstenkriecher, Twin Mold. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß eine Sache über diesen Kampf. Und zwar, wie man sieht, sie sind rot und blau. Und wenn man sie mit den entgegengesetzten Farben anschießt, mit den Pfeilen, also wenn den blauen mit rot mit den Feuerpfeilen abschießt und den roten mit den Eispfeilen, dann kriegen die doppelten Schaden. Das weiß ich. Ich glaube, ich sollte mich also verwandeln und gucken, was dann passiert. Na doch, kann ich treffen. Okay. Fun Fact: Wenn ich die Maske anziehe, werde ich nicht größer, sondern die Welt einfach nur kleiner. Das tut denen weh, das ist gut.
Ach stimmt, jetzt habe ich keine Energie mehr, ne? Ja, ich habe keine Energie mehr. Ist auch. Nein, ist auch. Das wird so fucking knapp gerade, Alter. Was mache ich denn jetzt? Irgendwelche Vorschläge? Oh, da hinten. Ich räume mal mit dem Gron hin. Nein. Der kommt ja auch nicht voran hier in dem Sand. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur hoffen, dass sie irgendwas kaputt machen, damit wir die Magie davon nehmen können. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einfach mit Pfeilen abschießen und hoffe, dass ich was treffe? Ach, Junge. Oh Mann, ey, jedes Mal, wenn ich schießen will, was ist denn dein Problem? So, ich krieg das aber. Das ist. Okay, ich hab sie gekriegt. Okay, wir machen einen guten Schaden jetzt. Ich sehe nur nichts. Ja, ich hab sie getroffen. Sehr schön. Okay, das zählt noch als Hit, Alles gut. Das zählt noch als Hit. Sehr schön. Oh, das ist Magie. Komm, soll uns das. Warte, jetzt. Wir kriegen das aber auch immer perfekt hin. Oh, okay, das ist gut. Ich glaube, sie haben keine Second Phase. Haben sie eine Second Phase? Bitte sag nicht, dass sie eine Second Phase haben. Komm schon. Okay, er ist tot, das ist gut. Wo ist dieser blaue Blinddarmwurm? Okay, das ist ein guter Engel. Okay, das ist schlau sogar. Okay. Boots, Junge! Das war doch schon ein bisschen mehr intens, als ich gedacht habe. Das Herzteil. Das Herz konnte ich erhalten. Deine Gläser hat sogar ein Herz und eine Ausdauer hergestellt. Das ist schön. Okay. Ja, und dann würde ich mal sagen, sammeln wir nun auch die letzte Trophäe ein. Twinmolds Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske in den Körper Twinmolds gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank seiner Rettung. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Huf. Urlos. Was haben sie gesagt? Wir verstehen euch, ohne euch mit den Ohren zu hören. Und helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Urtums rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Ihre Stimmen klingen traurig. Ihr wollt nicht? Unserem Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Was sollen wir ihm vergeben?
Okay. Soll das jetzt heißen, der Fluch ist gebrochen oder was sollte das bedeuten? Gut, aber hey, wir haben den Dungeon. Wir haben Incana Canyon durchgespielt. Und jetzt fehlt nur noch der Bosskampf. Könnte man meinen, aber wie man links oben sieht, sind wir noch gar nicht ansatzweise an 100%. Ja doch, wir sind schon ziemlich weit, aber wir müssen noch einige Sidequests machen und einige Herzteile und so einen Kram holen. Und damit können wir jetzt erstmal anfangen. Und wie beginnen wir damit? Genau, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, zahlen alle unsere Rubine ein und drehen dann die Zeit zurück. So, da sind wir. Womit fange ich jetzt als erstes an? Doch bevor wir uns irgendwelchen anderen Sidequests widmen, gibt es hier tatsächlich noch eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben. Und zwar sieht man schon mal rechts unten auf der Karte, dass sich hier eine kleine Höhle befindet. Dort befindet sich auch ein kleines Geheimnis. Ein Fisch. Oder mehrere Fische. Was steht hier? Geheimer Schrein jenseits des Wasserfalls. Wir erwarten Herausforderungen selbstsicherer Besucher. Das ist schon wieder so ein Geist-Typ, den wir schon mal besiegt haben. Oder der uns schon mal so eine Herausforderung gestellt hat. Was bist du? Okay. Was bist du? Oh, du bist eine Truhe. Oh, ein Käfer. Käfer brauche ich. Zwar nicht hierfür, aber für was anderes. Hier ist Bombjuice. 5 Krabbelminen. Das finde ich super. Auf jeden Fall ist hier eine Sonne. Ich stelle mich mal hier hin. Einfach nur aus Aesthetic-Gründen stelle ich mich mal jetzt hier hin und schieße diese Sonne ab. Ah, wir konnten nicht sogar noch rein. Warte, wir mussten erstmal den Dungeon machen. Okay. Gut, dann bin ich ja doch nicht so falsch. Es scheint, als hättest du den ruhelosen Geistern von Incana nun Frieden geschenkt. Außer von Incana jedoch gibt es noch immer ganz viele Schwärme von Geistern, deren Reue sich nicht ruhen lässt. Jene, die diesen Raum möchten dich noch einmal treffen. Sie warten schon auf dich. Geh zu ihnen, wenn du willst. Ich bin mir sicher, sie würden dich willkommen heißen. Genau, und jetzt gibt es hier nämlich... Es gibt es hier ein paar Krüge auf dem Boden. Nee, es gibt hier 4 Gänge. Und in jedem der 4 Gänge gibt es einen alten Gegner, den wir jetzt besiegen müssen. Willst du jenem in diesem Raum gegenübertreten, erweitere zuvor deine Energie. Was? Brauche ich mehr Herzen? Können wir das jetzt machen oder können wir das nicht machen? Oder können wir nur andere machen, aber ihn noch nicht? Ah, hier kann ich rein. Ja. Super. Und hier befindet sich das Auge. Ja, das Auge. Okay, es war das Auge. Und ich bin wieder raus. Bring it on. Zack, boom, ins Gesicht. Lässt euch nicht mit Magiefallen darauf schießen. Und hier haben wir einen silbernen Rubin. 100 Edel. 100 Edelsteine ist der Wert, genau. 100 Rubine ist er wert. Schauen wir mal weiter. Vielleicht können wir jetzt auch noch die anderen besiegen. Wäre auf jeden Fall geil. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Was befindet sich hier? Hier befindet sich. Wizrobe! Hättest du damit rechnen können. Natürlich will er auch noch was von mir abhaben. Der kann es nicht sein lassen. Du musst immer noch einen drauflegen. Ja, ich glaube, du kriegst den Herzteil. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Und hier ist
Ach, die Dinger. Ja, das ist ja okay. Die kennen wir ja schon länger. So, das ist ja. Kennen wir sie länger? Weiß ich nicht. Das sind drei sogar. Der hat hier seine ganzen Freunde mitgebracht. Oh, Alter. Okay. Wir sind richtig aufgebaut. Die sind einfach two-hit. Zack, ja. Da. Ja. Müssen wir nochmal anbrutzeln. Ja, zu spät. Hätte sich Führer überlegen sollen. Also uns fehlt tatsächlich einfach ein Herz oder mehrere Herzen. Wie viele Herzteile fehlen uns noch bis zum vollen Herz? Zwei. Also fehlen uns noch zwei oder mehr Herzteile. Mindestens zwei. Es fehlen mindestens zwei Herzteile, damit wir diesen Dungeon, Mini-Dungeon, Höhlen, Boss, Rush, Dings abschließen können. So. Aber was wir jetzt machen können, wir können wieder zurück in die Unruhestadt gehen, wieder Geld einzahlen, weil wir sind jetzt wieder maxed out. Und dann... dass ich ein Herzteil hole, was ich glaube ich nicht gemacht habe. Das wollte ich die ganze Zeit holen, aber ich habe es nie geschafft, weil als wir es machen wollten, hatte ich halt kein Schwert. Was ich meine, wo sich ein Herzteil finden könnte, oder wahrscheinlich befindet, ist hinter dieser Tür. Brauche ich dafür Geld, weil ich habe gerade alles mein Geld eingezahlt. Dieses Zentrum bietet fachkundige 24 Stunden Einzelunterricht, der deine Kämpfkünste deutlich verbessert. Von heute an gibt es bis zum Ende des Karnevals einen verbilligten Tarif für alle Schuldigen. Also willst du es versuchen? Ich habe... Es ist genau das passiert, von dem ich nicht wollte, dass es passiert. Ich hole mal kurz Geld. So, da bin ich wieder und habe jetzt auch Geld dabei. Muss ich jetzt beides machen oder nur eins? Ich mache mal einfach beides. Anfängerkurs, okay. Ich habe zwar schon alle Bosse besiegt, aber hey, erstmal Anfängerkurs. Du musst ja irgendwo anfangen, ne? Bevor du dein Schwert ziehst, werde ich... die Grundlagen des unbewaffneten Kampfkunst beibringen. Ich beginne mit den Ausweichsprüngen. Nachdem du Z gedrückt hast, um den Stamm anzuvisieren, musst du A drücken und dabei das Steuerding nach links und rechts bewegen. Okay, bam, geschafft. Nun kommen wir zur Rollattacke. Drücke erst Z zum Zielen und danach A, um mit Hilfe des Sticks nach vorne abzurollen. Fang an. Bam, ich bin so gut. Wir üben den Rückwärtssalto. Okay, ja, das ist ja einfach. Prima, darum schützt es nur dein Gegner. Stelle deine Schwertkunst an ihm unter Beweis. Als erstes über den horizontalen Attacke. Drücke einfach B. Los geht's. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Ja. Ich bin dumm. Das war vertikal, nicht horizontal. Jetzt. Jetzt üben wir die vertikale Attacke. Ja. Je nachdem, ob du anvisierst oder nicht anvisierst, macht er halt andere Attacken. Versuche dich an der Stoßattacke. Drücke zuerst Z und dann B nach vorne. Ja, okay, okay. Zu guter Letzt studieren wir die Sprungattacke ein. Klassiker. Gut gemacht. Wir wissen nicht, was ich bisher beigebracht habe. Dann gehen wir in Übungen. Okay, das war der Anfängerkurs. Jetzt machen wir weiter mit dem fortgeschrittenen Kurs. Yay. Weiter geht's. Ja, 30 Punkte sollen jetzt verschwinden. Hast dich gut vorbereitet. Ich hoffe... Was ist denn hier gerade los? Was? Why are we still here? Just to suffer. Was ist das für eine unlustige Scheiße? Was ist denn das? Ich brauche 30 Punkte. Wie mache ich denn 30 Punkte? So, lesen wir erstmal durch. Beim Profikurs geht es um die praktische Anwendung deines Könnens. Zerschlage 10 Baumstämme unter der Anweisung der komplexesten Schwerttechniken. Erzielst du die vollen 30 Punkte, soll ein Herz verstärkt werden. Und dann muss ich jetzt 30 machen. Er meinte 30 Punkte, aber 10 Baumstämme. Machst du zu langsam, kann das sein? Ich muss schneller sein. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Rubine geholt und ich glaube, ich weiß, worauf es ankommt. Er hat ja gesagt, wir müssen ein bisschen mehr springen. Wir müssen mehr springen. Und ich denke, damit hat das was zu tun. Wir probieren es nochmal. Ich muss 10 Baumstämme zerschlagen. Habe ich vorbereitet? Das stimmt. Master Sensei, ich bin bereit. Ah, okay. Ah, man sieht schon, je nachdem, wie ich die Baumstämme zerschneide, habe ich andere Punktzahlen. Ah, dann macht das natürlich auch Sinn mit den 30 Punkten. Wie gesagt, so kriegen wir nur einen Punkt. Jetzt sehen wir zum Beispiel, wenn ich Jumpstash mache, dann kriegen wir 3 Punkte. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Master Sensei, ich war Ihnen immer ein treuer Schüler. Ich werde Sie auch diesmal nicht enttäuschen. Stellen Sie mich meiner Prüfung. Ich bin bereit. Why are we still here? Scheiße. Das hat viel zu lange gedauert.
Danke, Meister Sensei. Ich werde das in Ehren halten. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt fresh. Bis zum nächsten Mal. Euer Aizel. Gibt es eigentlich irgendwie so Speedrun-Segment, so Withrow-Prozent, wer tötet Withrow am schnellsten?